Vielen Dank, Herr Rui Rodriguez, für die, würde sagen, Barmusik zur lockeren Einstimmung in unsere ganz besondere Abendveranstaltung. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen zu unserer diesjährigen Verleihung des Ernst-Schering-Preises und des Friedmund-Neumann-Preises 2020 der Schering-Stiftung. Wir treffen uns heute unter ganz besonderen Bedingungen, persönlich im kleinen Kreis und virtuell auf deutlich größerer Bühne. Es ist das erste und, wie ich hoffe, ganz sehr hoffe, das einzige Mal auf diese außergewöhnliche Art und Weise. Mein Name ist Stefan Kaufmann und ich bin Vorsitzender des Stiftungsrats der Schering-Stiftung. Und besonders begrüße ich heute hier in der Komischen Oper Berlin persönlich die Preisträger, Professor Jens Brüning und Dr. Florian Kahles. Mein Gruß gilt auch den vielen Freunden und Freundinnen der Stiftung sowie den Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen der beiden Wissenschaftler, die diesem besonderen Fest virtuell über YouTube zugeschaltet sind. Ein kurzer Kommentar gerade. Ab jetzt werde ich immer nur ein Geschlecht aussprechen, auch wenn ich beide Geschlechter meine, und ich wähle die weibliche Form. Der Ernst-Schering-Preis wird in diesem Jahr zum 29. Mal verliehen und immer wieder war der Abend der Preisverleihung ein ganz besonderes Fest. Auch in diesem Jahr soll der Abend für das wissenschaftliche Schaffen unserer beiden Preisträger in bester Erinnerung bleiben, auch wenn wir uns bei den derzeitigen Möglichkeiten anpassen mussten. Daher möchte ich ganz besonders herzlich beim langjährigen Kooperationspartner der Schering-Stiftung der Komischen Oper Berlin meinen Dank aussprechen, dass sie uns solch ein wundervolles, stimmungsvolles Foyer zur Verfügung stellen und wir somit einen wunderbaren, feierlichen Rahmen für die Preisverleihung schaffen konnten. Exzellenz würdigen, den Horizont erarbeiten, erweitern und erarbeiten natürlich, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst. Das, meine Damen und Herren, ist die Vision, die in der Schering-Stiftung verfolgt wird. Die Stiftung ehrt Menschen und Institutionen, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Kunst leisten oder geleistet haben. Vorbilder als Inspiration präsentieren, das ist die Idee, die auch die Verleihung des renommierten Ernst-Schering-Preises zugrunde liegt. Mit unserem Preis werden jedes Jahr herausragende wissenschaftliche Pionierleistungen in der Biologie, in der Medizin, in der Chemie ausgezeichnet. Wissenschaftlerinnen, ich bleibe jetzt bei diesem Wort, aus aller Welt waren aufgerufen, eine Kandidatin für den Ernst-Schering-Preis 2020 vorzuschlagen. Mit 23 durchwegs exzellenten Nominierungen hat unsere Ausschreibung eine ganz enorme Resonanz gefunden. Die Auswahl erfolgte durch eine Jury bestehend aus international höchst angesehenen Wissenschaftlern. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich hätte Wissenschaftlerinnen sagen müssen. Als Jurymitglieder konnten wir mit Pico Caroni, Britta Eickholt, Karl-Hendrik Heldin, Petra Knaus und Martin Österreich herausragende Professorinnen für die Auswahl des Preisträgers gewinnen. Vom Beirat der Schering-Stiftung neben meiner eigenen Persönlichkeit noch Nobelpreisträger Hartmut Michel an der Jury teil. Ich freue mich, drei Mitglieder der Jury heute Abend hier persönlich begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Frau Eickholt, Frau Knaus und Herr Österreich. Die hochrangige Jury hat Professor Jens Brüning, Direktor am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung sowie Direktor des Zentrums für Endokrinologie, Diabetes und Präventivmedizin der Universität Köln einstimmig zum diesjährigen Preisträger gewählt. Ich freue mich besonders, dass wir ihm heute den Ernst-Schering-Preis für seine herausragenden Forschungsarbeiten zur Aufklärung neuer Pathomechanismen
bei der Entwicklung einer Insulinresistenz bei Übergewicht und Diabetes mellitus verleihen. Die beiden diesjährigen Preisträger vereint, dass sie Klinik und Grundlagenforschung aktiv miteinander verbinden und mit ihren Forschungsarbeiten Lösungen zum Umgang mit den großen globalen Gesundheitsproblemen, Übergewicht, Obesitas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzeigen. Bevor wir uns der exzellenten Leistung und dem Forschungserfolg des Ernst-Schering-Preisträgers 2020 Jens Brüning zuwenden, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf unseren diesjährigen Friedmund-Neumann-Preisträger lenken. Zu ihrem 10-jährigen Jubiläum im Jahr 2012 vergab die Scherung-Stiftung den Friedmund-Neumann-Preis für Nachwuchswissenschaftlerinnen zum ersten Mal und seitdem jährlich. Es gilt, Nachwuchswissenschaftlerinnen zu fördern und zu unterstützen und zu würdigen, die Herausragendes in der biologischen, in der chemischen und in der medizinischen Grundlagenforschung geleistet haben. Die Forschung in Deutschland ist darauf angewiesen, dass junge Menschen in der Wissenschaft ein Zuhause finden und sich langfristig beruflich in Wissenschaft und Forschung engagieren. Ganz besonders ist dabei die Qualität in der Wissenschaft Voraussetzung, denn nur die hochwertige Forschung macht den Unterschied. Die 13 exzellenten Nominierungen für den Friedmann-Neumann-Preis, die uns zum Jahreswechsel aus Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen erreicht haben, waren alle, das muss man wirklich sagen, alle höchst beeindruckend. Lebensläufe junger Wissenschaftlerinnen zwischen 30 und 45 Jahren, die sich im besonderen Maß in der Wissenschaft engagieren und durchweg herausragende, innovative Arbeiten in der lebenswissenschaftlichen Grundlagenforschung erbracht haben. Sie alle zeigten bereits ein eindrucksvolles, eigenständiges, ein unwahrscheinlich tolles wissenschaftliches Profil von erstaunlich hoher Qualität. Ganz herzlich möchte ich an dieser Stelle der Auswahljury des Friedmund-Neumann-Preises danken. Von der Jury ist Professor Max Löning von der Charité und dem Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin heute bei uns. Herzlich willkommen, lieber Max. Die Entscheidung war alles andere als leicht, letztendlich aber eindeutig. Ich freue mich, den Mediziner Florian Kahles, Arbeitsgruppenleiter und Oberarzt an der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen als diesjährigen Preisträger zu begrüßen. Er erhält den Preis für seine Beiträge zur Erforschung der Inkretine als Schutzhormone, ich würde als Immunologen sagen, vielleicht auch Zytokine, bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Herzliche Gratulation, Herr Kahles. Vielen Dank. Dankeschön. Auch möchte ich jetzt nicht nur Herrn Kahles begrüßen, ich möchte auch Herrn Nikolaus Marx, Direktor und Professor am Universitätsklinikum der Medizinischen Klinik 1 Aachen, begrüßen. Er hat Florian Kahles für den Friedmund-Neumann-Preis nominiert und ist jetzt aus Aachen zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Marx. Hallo, Herr Kaufmann. Herr Marx, Sie sind Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin, an der Herr Kahles seit 2015 tätig ist. Für welche Forschungsleistung, Herr Marx, haben Sie Herrn Kahles für den Friedmund-Neumann-Preis nominiert? Herr Kaufmann, lassen Sie sich erst mal sagen, dass ich mich freue, dass Herr Kahles den Preis heute erhält. Und ich habe ihn nominiert für seine wissenschaftliche Leistung zu körpereigenen Inkretinhormonen. Das sind, wie Sie eben gesagt haben, Schutzhormone oder aus dem Darm freigesetzte Hormone, bei denen Herr Kahles konsequent aus einem experimentellen bis hin in einen klinisch-translationalen Ansatz zeigen konnte, dass sie antiinflammatorisch und protektiv im kardiovaskulären System wirken.
Und das ist dergestalt interessant, dass wir früher nur auf die blutzuckersenkende Wirkung vor allem dieser Substanzen geguckt haben. Und hier hat Herr Kahles bahnbrechend zunächst experimentell und dann zuletzt auch in Biomarkerstudien die Bedeutung für die kardiovaskuläre Medizin gezeigt. Das ist klinisch wichtig, weil dieses Inkretinsystem therapeutisch genutzt wird in der Diabetestherapie und man zeigen konnte, dass es kardiovaskuläre Ereignisse reduziert. Und letztlich hat er den ganzen Bogen gespannt, diese Wirkung besser zu verstehen. Vielen Dank für die Einstimmung in dieses, finde ich, wunderbar spannende Thema. Herr Kahles, können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, woran Sie genau forschen, etwas in die Tiefe gehend, und wie Ihre Ergebnisse und Ihre klinische Tätigkeit zusammengehören? Ja, ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken für die Einladung und für die Nominierung und für die Auswahl letztendlich bei der Jury. Das freut mich wirklich sehr, das ist eine riesige Ehre, hier sitzen zu dürfen. Es geht bei uns in Aachen in der Arbeitsgruppe, wie Professor Marx schon gesagt hat, um die Inkretinhormone. Und was man von den Inkretinhormonen weiß, ist, dass sie nach Nahrungsaufnahme ausgeschüttet werden. Und das sind im Prinzip zwei wichtige Hormone, das ist das GLP-1 und das GIP. Und die werden ausgeschüttet und die sind physiologisch wichtig zur sozusagen postprandialen Blutzuckersenkung. Das heißt, wenn ich eine große Mahlzeit esse, würde ohne dieses Inkretinsystem vielleicht mein Blutzuckerspiegel entgleisen. Es kommt zu einer Insulinausschüttung an der Bauchspeicheldrüse, der Blutzucker geht runter. Das Elegante an diesem Mechanismus ist, dass er keine Unterzuckerung verursacht. Und deswegen kann man diesen Mechanismus klinisch aktuell elegant nutzen in Form von Agonisten dieses Rezeptors, also GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Und die Substanz, wie gesagt, führt nicht zu Hypoglykämien, also Unterzuckerung. Dadurch ist sie im klinischen Einsatz. Wir haben dann gesehen und bemerkt, dass es pleiotrope Effekte gibt dieser Inkretinhormone. Das heißt, jenseits der Bauchspeicheldrüse konnte man auch sehen, dass in verschiedenen Organsystemen antientzündliche Effekte aufgetreten sind. Und vor allem in der Atherosklerose, also der Gefäßverkalkung, konnte man sehen, dass diese atherosklerotischen Plaques, die ja letztendlich zu einem Herzinfarkt führen, zum Beispiel durch diese Substanzen stabilisiert werden können. Der Immunzelleinstrom wird gehemmt hierdurch. Das hat sich später in klinischen Studien sozusagen bewahrheitet. Wir haben mittlerweile 4 große klinische Outcome-Studien, wo man eben Patienten mit Diabetes diese Agonisten dieses GLP-1-Rezeptors zum Beispiel gegeben hat. Und dann hat gesehen, dass sie nicht nur sicher sind, wofür die Studien eigentlich designt waren, sondern dass auch die Prognose verbessert werden konnte. Das heißt, die Leute sind letztendlich die Diabetiker, die ja sowieso ein massiv erhöhtes Risiko haben, an kardiovaskulären Erkrankungen zu versterben, die leben dadurch auch länger. Und wir haben uns in Aachen vor allem untersucht, was sind die zugrunde liegenden Mechanismen, haben dort einige spannende Erkenntnisse gehabt, dass es zum Beispiel neben dem GLP-1 auch die anderen Inkretinhormone Effekte haben. Und wir haben dann zum Beispiel auch gesehen, dass diese Inkretinhormone selbst nicht nur durch Nahrungsaufnahme, daher dieser Ausdruck Schutzhormone aus dem Darm, die werden auch ausgeschüttet, wenn man krank ist. Also wenn ich einen Herzinfarkt zum Beispiel habe oder wenn ich eine Sepsis habe, eine Blutvergiftung, dann werden sie auch ausgeschüttet und schützen uns aber gleichzeitig, wie so eine körpereigene Polizei sozusagen. Das ist unser spezielles Feld in Aachen. Das interessiert mich jetzt als Immunologe natürlich besonders, dass auch die Septikämien da mit drinne spielen, eine Art generalisierte Entzündung. Können Sie denn dann, indem Sie solche Inkretine verabreichen, sogar gegen Sepsis vielleicht mildern, sage ich mal? Ja. Schutz gegen Sepsis ist ja, oder erfolgreiche Therapie der Sepsis ist ja weiterhin nicht leicht. Absolut. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt hierzu keine klinischen Studien, wo man nach harten Endpunkten geschaut hat. Wir wissen aus experimentellen eigenen Arbeiten, dass Inkretinhormone an Immunzellen direkt stark antientzündlich sind. Es gibt auch Arbeiten in Mausstudien, wo das Überleben zum Beispiel in einer schweren, letalen Sepsis verbessert werden kann. Also hier ist durchaus eine Chance auch, weil, wie Sie sagen, wir haben keine Therapie gegen die Sepsis. Nichts Zufriedenstellendes letztendlich. Und wir sehen vor allem in den klinischen Studien zu kardiovaskulären Erkrankungen, dass diese Medikamente vor allem über ihre antientzündliche Wirkung zum Beispiel die Plaques stabilisieren. Und die Mediatoren, die wir dort haben, wie Interleukin-1-Beta, TNF-Alpha, Interleukin-6, sind eben auch sozusagen die Bad Guys, die wir in der Sepsis haben. Deswegen ist es sicherlich spannend, das mal in einer Studie hier zu untersuchen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein... Und wenn Sie Immunzellen sagen, welche meinen Sie? Mehr Lymphoide oder Myeloide? Also wir wissen, es gibt eine große Debatte, welche Immunzellen letztendlich diesen
GLP-1-Rezeptor zum Beispiel haben. Ich konnte in Boston mit der Arbeitsgruppe zum Beispiel zeigen, dass vor allem intraepitheliale Lymphozyten im Darmtrakt diesen Rezeptor haben. Das heißt, wir haben vielleicht auch hier einen spannenden Organ-Crosstalk sozusagen zwischen dem Herz-Kreislauf-System und dem Darm. Wir glauben, dass beides betroffen ist, sowohl das lymphoide als auch das myeloide System. Aber es braucht viel mehr Forschungsarbeiten, um zu zeigen, welcher Weg in welcher Erkrankung letztendlich relevant ist. Aber Inkretine werden letztendlich von Darmepithelzellen produziert oder genau, von den interstitiellen oder Karzellen? Ja. Ja. Nach Nahrungsaufnahme normalerweise durch Zucker oder Fett. Und wir konnten unter anderem in Aachen, das haben auch andere Gruppen später gezeigt, dass Interleukin 6 direkt zu einer GLP-1-Ausschüttung aus der L-Zelle führen kann. Und wie geht es jetzt weiter? Es geht weiter, indem wir, ja, wir wollen verschiedene Wege verfolgen. Zum einen interessieren wir uns für das GLP-2, das ist das dritte Inkretinhormon, wo man eigentlich überhaupt nichts zu weiß. Es macht nicht viel am Glukosestoffwechsel. Es macht eher was, ist ein lokaler Wachstumsfaktor für den Darm. Man gibt es Leuten mit Kurzdarmsyndrom zum Beispiel. Wir haben Hinweise dafür, dass auch hier potenziell spannende antientzündliche Effekte bestehen könnten. Weiterhin, das hatte Professor Marx schon angesprochen, wir haben gesehen, dass diese Hormone bei Krankheiten ausgeschüttet werden. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass bei Patienten mit Herzinfarkt das endogene GLP-1 im Blut auch ein Biomarker ist. Und der ist sogar relativ gut. Also der kann sich sozusagen in diesem Kollektiv, was wir haben, neben Troponin, BNP und anderen Biomarkern in einer Richtung schon aufstellen. Und dahingehend wollten wir auch untersuchen, ob das sogar ein möglicher neuer Biomarker sein könnte. Da alles, sind so die Richtungen. Alles spannend. Herr Marx, in Ihrer Nominierung haben Sie Herrn Kahles als einen Ausnahmewissenschaftler herausgestellt und insbesondere sein Streben, die klinische und die grundlagenwissenschaftliche Tätigkeit zu verbinden, hervorgehoben. Was macht denn Herrn Kahles aus Ihren Augen so als was ganz Besonderes? Lassen Sie mich vielleicht starten mit dem, wie wir uns kennengelernt haben. Herr Kahles hat mich 2011 gezielt kontaktiert als Student aus Bonn, der bei uns in Aachen promovieren wollte. Und sowas hatte ich noch nie erlebt. Ich glaube, Florian, Sie haben sich ganz gezielt das rausgesucht, was Sie machen wollten. Und Herr Kahles hat zunächst zwei Freisemester genommen, dann bei uns im Labor gearbeitet, dann neben dem Studium die Doktorarbeit fertig gemacht und schon als Doktorand sehr zielstrebig, sehr konsequent gearbeitet und konnte als Doktorand schon zwei Publikationen als Erstautor veröffentlichen, unter anderem in Diabetes, also hochrangig publiziert, hat dann mit Summa Cum Laude bei uns promoviert, die Borchers-Plakette der RWTH bekommen, das ist eine Auszeichnung für besonders gute Doktorarbeiten, und hat dann im Jahr 2015 als Assistenzarzt bei uns angefangen und neben seiner sehr engagierten, guten klinischen Tätigkeit immer im Labor weitergearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Mäuse nachts operiert hat und all das gemacht, mit einem ganz klaren Ziel, das Feld und die Wissenschaft voranzubringen. Ist dann nach Boston gegangen, wir haben überlegt, wo ein guter Platz wäre, und hat da sehr konsequent weitergearbeitet. Und was beeindruckend ist, nebenher seine Arbeitsgruppe, für die er mittlerweile DFG-Gelder eingeworben hatte, hier weitergeführt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was außergewöhnlich ist auf diesem Weg zum klinischen Scientist. Er ist jetzt zurück bei uns in der Klinik und verbindet weiter die klinische Tätigkeit mit der Grundlagenwissenschaft. Und ganz ehrlich, das ist etwas, was wir ganz selten sehen und was wir suchen in der akademischen Medizin heute. Hochmotivierte, ambitionierte Wissenschaftler, die auf hohem Niveau einerseits die Klinik und die Wissenschaft vorantreiben. Und da muss man sagen, Florian, da sind Sie eine Ausnahmeerscheinung. Und ich bin froh, dass Sie hier bei uns sind. Dankeschön. Ja, danke. Das war ja eine wirkliche Laudatio. Aber ich wollte doch noch mal ein Stichwort von Ihnen aufgreifen, das mir persönlich in den letzten Dekaden auch immer am Herzen lag. Sie haben eben gesagt, in der Nacht hat er die Mäuse gespritzt. Ist es denn noch weiterhin so, dass tagsüber der klinische Alltag in Anführungszeichen und die Herausforderungen der Klinik sind und dann Nacht die Forschung betrieben muss? Oder gibt es da auch schon Lichtzeichen, dass das auch in einem normalen Wissenschaftlerleben alles vereinbar ist? Genau, also da ist Licht am Ende des Tunnels und Herr Dr. Kahles hat davon profitiert. Ich bin seit 11 Jahren hier und wir haben hier innerhalb der Klinik ein Clinician Scientist Konzept etabliert, in der Kollegen, die Wissenschaft machen wollen, gezielt freigestellt werden, über ein Jahr 50%
gehen dann in einem strukturierten Programm ins Ausland und kommen zurück und sind noch mal ein halbes Jahr gezielt freigestellt, um ihre Arbeitsgruppe zu etablieren. Herr Kahles ist im Frühjahr zurückgekommen, hat diese halbjährige Freistellung jetzt beendet, aber auch schon vor dem Auslandsaufenthalt gezielt das gehabt. Herr Kahles hat trotzdem nachts die Mäuse operiert, das ist auch noch was Besonderes, aber wir, also jeder darf, wenn er will, aber wir haben trotzdem ein strukturiertes Programm. Ja. Ja. Und ich glaube, das muss heute so sein, um sicherzustellen, dass einfach eine Forschung eben nicht Feierabend- und Wochenendforschung ist. Ja. Und ich glaube, wir haben hier in Aachen in der Kardiologie einen ganz guten Weg da gefunden. Das hört sich gut an, denn Deutschland ist und bleibt das ja eine große Frage. Ach. Eben. Gibt es denn auch Wissenschaftler, die mehr in der Forschung tätig sind und weniger in der klinischen Praxis? Oder ja, ist das im Augenblick schwierig? Ich kenne die Schwierigkeiten nicht, dass ich jetzt irgendwo, dieses schwierige Thema interessiert mich einfach, ja? Und nein, auch das andere. Ist, glaube ich, ein relevantes Thema und es ist ein guter Rahmen, dass wir das in diesem Rahmen mal mit exzellent ausgezeichneten Wissenschaftlern diskutieren. Denn in der Facharztausbildung ist es sicher schwierig, weil dort zunächst die Expertise gesammelt werden muss, aber dann im weiteren Stadium haben wir in der Tat Positionen, in der Kollegen freigestellt werden und wir auch so ein bisschen bedarfsorientiert gucken. Hier ist ein starkes Projekt, was finalisiert werden muss, dass jemand auf eine 50% Wissenschaftsstelle geht und die Hälfte seine Oberarzttätigkeit macht. Das muss immer natürlich im Rahmen des Gesamtkonzeptes machbar sein, aber da ist auch unsere Fakultät in Aachen sehr gut, weil wir auch ein Advanced Researcher Programm von der Fakultät unterstützen, das so etwas möglich macht. Hört sich vielversprechend an. Dankeschön. Herr Kahles, welche äußeren Faktoren empfanden Sie denn als besonders hilfreich für Ihre Exzellenz? Oh, danke. Das geht ja auch in diese Richtung weiter. Ja. Also die äußeren Faktoren, zuallererst möchte ich natürlich meiner Frau für die Unterstützung danken und für den familiären Rückhalt. Das ist genau, das ist das Allerwichtigste. Und natürlich möchte ich mich bei meinem Chef, Professor Marx, bedanken. Dieses Physician Scientist Programm macht es möglich. Natürlich macht man abends selber, weil man einfach diesen Drive dann manchmal hat. Man hat manchmal Angst, es läuft nicht schnell genug. Man muss immer weitermachen. Man sollte sich manchmal sicherlich auch ein bisschen bremsen. Aber dieses Physician Scientist Programm hat eben viele Vorteile. Uns haben auch schon externe Kollegen auch aus anderen Städten angerufen und waren diesem Programm interessiert. Das ist sicherlich nicht, was es etwas, wie Sie gesagt haben, diese Problematik ist überall. Und es gibt aber nicht überall so ein Programm. Und das bin ich zum Beispiel, da bin ich Herrn Professor Marx sehr dankbar, dass er das eingerichtet hat. Und es ermöglicht eben so eine gewisse Koexistenz. Und natürlich sollte man frühzeitig mit einer Doktorarbeit anfangen. Da muss ich auch Professor Lerke aus Aachen danken, mit dem ich zusammen arbeite, der mein Doktorvater ist, der mich sozusagen frühzeitig, ich bin sozusagen in der richtigen Arbeitsgruppe gelandet, was nicht immer selbstverständlich ist. Und man sollte, glaube ich, frühzeitig anfangen damit, um dann im Rahmen dieses Physician Science Tracks sozusagen neben der klinischen Tätigkeit die Wissenschaft fortzuführen. Aber es ist sicherlich wichtig, dass man früh anfängt und nicht erst, wenn man schon klinisch tätiger Arzt ist. Und das war, glaube ich, gut. Ja. Danke, Herr Kahles. Herr Marx, zum Abschluss kurz und prägnant. Was wünschen Sie Herrn Kahles für seine Zukunft? Möchten Sie ihm etwas auf den Weg geben? Natürlich. Florian, ich wünsche Ihnen, dass Sie die Begeisterung für die Wissenschaft beibehalten, sich von Dingen, die nicht sofort funktionieren, nicht entmutigen lassen. Und ich glaube, Sie bringen alles mit für diese Karriere in der Hochschulmedizin, in der Kardiologie und dass Ihre Energie und die Begeisterung anhält. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Herr Kahles, ist eigentlich alles viel bequemer heute. Man darf sitzen, sonst muss ich immer stehen. Die Schering-Stiftung würdigt mit dem Friedmund-Neumann-Preis 2020 Ihren herausragenden Beitrag zur Erforschung der Inkretine als Schutzhormone bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ich muss das Ihnen mit Abstand überreichen. Vielen Dank, danke schön. Und mache das auch sehr. So. Vielen Dank, danke. Und hätte es gerne viel, viel näher gemacht und Ihnen gratuliere. Danke schön, danke schön. Danke schön. Herzlichen Glückwunsch von mir und allen Anwesenden, persönlich oder auch virtuell. Vielen Dank. Herzlichen Dank und wir kommen zur Musik. Dankeschön.
ganz herzlichen Dank, Rui Rodriguez, Pianist der Komischen Oper hier in Berlin, für die drei Präludien von George Gershwin aus dem Jahr 1926. Wir kommen nun zum jährlichen Höhepunkt der Forschungsförderung der Schering-Stiftung, der Verleihung des Ernst-Schering-Preises 2020. Unsere hochrangige Jury hat aus 23 ausnahmslos exzellenten Nominierungen den Mediziner und Stoffwechselforscher Jens Klaus Brüning zum diesjährigen Preisträger auserkoren. Professor Brüning ist Direktor am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung sowie Direktor des Zentrums für Endokrinologie, Diabetes und Präventivmedizin der Universität Köln. Und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass wir ihn heute für seine herausragenden Forschungsarbeiten zu den krankhaften Prozessen bei der Entwicklung einer Insulinresistenz bei Übergewicht und Diabetes mellitus auszeichnen. Mit der jährlichen Vergabe des Ernst-Schering-Preises möchten wir Exzellenz in der Wissenschaft fördern und würdigen und die Preisträger als Vorbilder und als Inspiration für die nachfolgende Generation präsentieren. Um das Forschungsfeld und die Leistung von Herrn Brüning einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, haben wir uns entschieden, das Thema in Kooperation mit dem Online-Magazin Das Gehirn.info aufzuarbeiten. Dabei ist ein Erklärvideo entstanden, welches einen spielerischen und leicht zugänglichen Überblick über die Zusammenhänge verschafft und die Mechanismen von Diabetes und krankhafter Fettleibigkeit verdeutlicht. Jetzt Film ab! Traditionell essen wir, wenn es was zu essen gibt. Wer weiß schon, wann wir das nächste Mal Glück haben. Und Ernährung ist zentral für das Überleben. Entsprechend intensiv und vielstufig ist die Kommunikation zwischen Körper und Gehirn, zum Beispiel über Signalmoleküle im Blut, wie Ghrelin aus dem Darm oder Leptin aus den Fettzellen. Das Gehirn veranlasst dann das Nötige. Mit dem Vagusnerv gibt es auch eine direkte Verbindung zum enterischen Nervensystem des Darms. Hier laufen zum Beispiel Informationen über den Energiegehalt der Nahrung. Das sind wichtige Informationen, denn Körper brauchen Kalorien. Entsprechend führt Glucose zu einer vermehrten Dopaminausschüttung im Belohnungssystem, also zu Wohlgefühlen. An diesen Wohlgefühlen orientiert sich unser Verhalten und damit die Auswahl der Nahrung. Bereits der erste Schluck eines verlockenden Milchshakes sorgt für einige Begeisterung im Gehirn. Er aktiviert Belohnungssystem, Thalamus, Insel und Frontalkortex. 20 Minuten später werden weitere Hirnstrukturen aktiv, die vor allem mit Emotionen befasst sind. Darunter der Nucleus caudatus, der präfrontale Kortex, die Amygdala und die vordere Insel. Wir sind so richtig zufrieden. Nicht zuletzt beeinflusst unsere Ernährung die Zusammensetzung der Bakterien im Darm, unser Mikrobiom. Art und Größe der dort vorkommenden Bakterienstämme können vielfältigen Einfluss auf unsere Entwicklung und unsere Gesundheit nehmen. Auch die geistige, wie wir inzwischen wissen. Doch Essen ist nicht alles. Die Neurone im Hypothalamus nehmen ganz allgemein wahr, wie viel Energie im Körper vorhanden ist. Und koordinieren neben der Nahrungsaufnahme auch den Zuckerstoffwechsel. Bei Energiemangel greifen sie auf körpereigene Quellen zurück, veranlassen zum Beispiel die Leber, mehr Zucker zu produzieren. Diese integrative Physiologie orchestriert den gesamten Körper. Beim Stoffwechsel greifen also viele verschiedene Systeme ineinander, wobei die Währung aus Fetten und Zucker besteht. Wie gesagt, in prähistorischen Zeiten waren die eher knapp. Doch die Situation hat sich geändert. Der Blick auf die Nährwerttabelle einer Tiefkühlpizza zeigt Fett und Zucker. Kalorien ohne Ende. Regal für Regal liefert uns der Supermarkt Chips und Fertigessen, Eiscreme und Limo. Von all dem konsumieren wir zu viel
und bewegen uns gleichzeitig zu wenig. Das sind nur zwei der Gründe, warum die Menschheit kollektiv immer mehr an Gewicht zulegt. Laut WHO waren 2016 1,9 Milliarden Menschen übergewichtig. 650 Millionen davon krankhaft. Das betrifft 38 Millionen Kinder unter 5 und 340 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren. Insgesamt gibt es heute mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen. Die Effekte auf das ganze System sind enorm. Die Agouti-Neurone sprechen nicht mehr auf normale Reize an. So verliert Leptin an Wirkung. Trotz Essen bleibt der Hunger. Dazu bereitet das Essen auch weniger Vergnügen. Das Immunsystem reagiert sensibler und produziert vermehrt Entzündungsproteine. Das Gehirn altert schneller. Und dann ist da das metabolische Syndrom. Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, schlechte Leberwerte. Gleichzeitig wird es für den Körper normal, viel zu essen. Leider haben übergewichtige Frauen oft übergewichtige Kinder. Sie kommen bereits mit verändertem Stoffwechsel auf die Welt. Insgesamt entstehen so allein in den USA Gesundheitskosten von 190 Milliarden Dollar pro Jahr. Mit dem Übergewicht kommen oft auch Schlafstörungen. Und schlechter Schlaf macht süße, fette Nahrung noch reizvoller. Vor allem der Geruch ist unwiderstehlich. Dann essen wir nicht mehr, aber kalorienreicher. Zu wenig Schlaf ist nicht nur ein Risikofaktor für krankhaftes Übergewicht, sondern auch für Diabetes Typ 2. Diabetes ist die andere große Stoffwechselerkrankung. Und es gibt sie in zwei Formen. Beide haben mit dem Hormon Insulin zu tun. Normalerweise wird das von den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse produziert. Von dort gelangt es über das Blut zu allen Zellen des Körpers. Die verfügen über bestimmte Rezeptoren und sobald das Insulin dort andockt, nimmt die Zelle Glucose auf, die sie als Energiequelle dringend benötigt. Bei Diabetes Typ 1 werden die Beta-Zellen durch eine Autoimmunkrankheit zerstört. Das geschieht meist schon im Kindes- und Jugendalter. Ohne Insulin bleibt der Zucker in der Blutbahn und der Stoffwechsel entgleist. Unbehandelt kann das zum Tod führen. Das Problem bei Diabetes Typ 2 liegt dagegen in einer zunehmenden Resistenz der Körperzellen gegen Insulin, wodurch sie keinen Zucker mehr aufnehmen können, der deshalb im Blut verbleibt. Anfangs steuern die Beta-Zellen mit einer erhöhten Produktion dagegen, doch dabei brechen sie irgendwann zusammen. Typ 2 ist eigentlich eine Alterserkrankung, doch die Patienten werden immer jünger. Ein Grund ist das zunehmende Übergewicht und die damit verbundene Insulinresistenz. Der gestörte Zuckerstoffwechsel, hoher Blutzuckerspiegel, unterversorgte Zellen kann zu diversen Folgeerkrankungen führen. Der Körper ist ein Gesamtkunstwerk aus vernetzten, komplexen Systemen. Er hat uns bisher gut durch die Evolution gebracht, doch die modernen Methoden industrieller Ernährung, viel Stress, wenig Schlaf und wenig Bewegung machen ihm Probleme. Umgekehrt ist besser. Weniger und bewusster essen. Natürlich. Dann mehr Bewegung. Sie reduziert zwar das Gewicht nur mit der Zeit, stärkt aber das Herz. Und sorgt für einen besseren Schlaf. Sehr geehrter Jens Brüning, lieber Herbert Jeckle, ich freue mich riesig, dass ich Sie heute hier begrüßen darf und möchte zunächst ganz herzlich Herrn Brüning zu diesem Erfolg gratulieren. Lieber Herbert, du warst nicht nur Direktor der Abteilung Molekulare Entwicklungsbiologie am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, sondern über viele Jahre hinweg auch ein beeindruckender Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Warum hast du Herrn Brüning für diesen Preis denn vorgeschlagen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe seine Arbeiten über die letzten 15 Jahre hinweg verfolgt.
dabei festgestellt, dass er, kommen ja alle von Max Planck, alle drei, so ein bisschen wirklich ein Max Plancker ist im eigentlichen Sinne. Wenn ich an das Zitat von Max Planck denke, nämlich das Erkennen muss der Anwendung vorangehen. Er ist Mediziner, er ist in der Klinik und er war bereit, vom eigentlichen Mainstream in der Forschung ein bisschen wegzugehen, hat damit Erfolg gehabt, internationale Anerkennung, und das, finde ich, muss man anerkennen. Ganz einfach. Er ist gut. Ja, das ist eine klare Antwort. Dann, vielen Dank. Herr Brüning, können Sie unseren Zuschauern und hier Anwesenden noch etwas klarer machen, woran Sie ganz genau forschen und welche Auswirkungen denn Ihre Arbeiten dann haben könnten auf die klinische Seite? Also im Prinzip liegt unser Hauptinteresse daran, überhaupt erstmal das Grundprinzip zu verstehen, wie normalerweise das Körpergewicht reguliert wird. Also zurückzugehen, bevor man über Krankheiten redet oder nachdenkt, wie überhaupt das System des Körpers normalerweise funktioniert. Wir wissen, dass das Gehirn letztendlich die entscheidende Steuerzentrale ist, wie das in dem Film, glaube ich, auch sehr schön zustande gekommen ist oder gezeigt worden ist. Und die Frage ist halt, dass Körpergewichtsregulation im Grunde über die letzten 100 Jahre eine Blackbox war, dass man eigentlich keine richtige Vorstellung davon hatte, was sind die molekularen Korrelate. Und das hat sich vor ungefähr 25 Jahren schlagartig geändert, als Jeff Friedman von der Rockefeller University ein neues Hormon entdeckt hat, Leptin, und konnte halt zeigen, dass es einen Botenstoff gibt, der wird vom Fettgewebe gebildet, in Abhängigkeit davon, wie viel Fett im Körper ist. Und dieser Botenstoff signalisiert dem Gehirn, es ist genug Energie da, hör auf zu essen, verbrenn mehr Energie. Und damit hatten wir zum ersten Mal quasi ein Werkzeug in der Hand, um überhaupt das ganze komplexe System zu entschlüsseln, das der Körpergewichtsregulation zugrunde liegt. Das heißt, wir konnten feststellen, welche Zellen sprechen auf das Leptin an, gibt es andere Signale. Uns hat das Insulin interessiert als quasi Kommunikator der Währung Zucker, das von der Beta-Zelle freigesetzt wird, haben dann nachgeschaut, wo wirkt Insulin im Gehirn, um wirklich quasi so eine basale Roadmap überhaupt mal zu entwickeln, wie funktioniert das System, wie versteht das Gehirn, wie viel Energie verfügbar ist, um uns dann im nächsten Schritt dem zuzuwenden, was funktioniert nicht mehr in dieser Regulation beim Vorliegen von Übergewicht, wie kommt es, dass das Gehirn nicht mehr adäquat auf Leptin anspricht, auf Insulin anspricht. Und dann auch die Verbindung, haben versucht, die Verbindung zu verstehen zwischen Übergewicht und Diabetes, indem wir festgestellt haben, dass die gleichen spezialisierten Nervenzellen, die wir im Gehirn finden konnten, die das Essen regulieren, auch gleichzeitig den Zuckerstoffwechsel in der Leber regulieren. Und damit erschließt sich dann auch, dass das im Grunde ein zentraler Mechanismus ist, der nicht nur zum Übergewicht führt, sondern auch gleichzeitig zum gestörten Zuckerstoffwechsel und Diabetes. Aber so, wo immer das Gehirn reinkommt, ist ja viel Plastizität aus meiner Sicht immer da. Und so einfach ist es ja auch nicht, einfach Leptin oder Ghrelin zu geben und dann ist alles in Ordnung. Genau, überhaupt nicht. Das ist auch, glaube ich, nach wie vor unser Problem. Das war ja so die Wunderdroge. Genau, zwischenzeitlich. Also die initiale Idee war natürlich, okay, Leptin ist das Hormon, das kommuniziert Energieverfügbarkeit, wir geben das jetzt. Da musste man ziemlich schnell feststellen, dass die meisten Übergewichtigen viel Fett haben, viel Leptin produzieren und dass das Gehirn nicht mehr auf Leptin anspricht. Also dass es nichts bringt, jetzt noch mehr Leptin zu geben. Und ich glaube, dass das fundamentale Problem ist, dass wir begonnen haben zu verstehen, wo sind die Nervenzellen, die den Energiestand des Körpers wahrnehmen. Das sind diese ganz basalen Hypothalamusstrukturen, diese AJP-Neurone, die wir charakterisieren konnten, oder POMC-Neurone, also ganz spezialisierte Nervenzellen. Das Problem ist, dass wir ein sehr eingeschränktes Verständnis darüber haben, wie diese Information im Gehirn weiter verschaltet wird. Da kommen natürlich dann auch andere Einflüsse, Geruch, Geschmack, emotionaler Status. Das heißt, Essen kann einen ganz anderen Wert haben, abhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen ich esse, unter denen ich Essen suche. Und was wir noch nicht verstehen, ist letztendlich, wo der Knotenpunkt ist, wo all diese Entscheidungen zusammen oder diese Einflüsse zusammenkommen, um letztendlich die Entscheidung zu treffen, nehme ich die Gabel in die Hand, esse ich das oder esse ich es nicht.
Und ich glaube, solange wir diesen entscheidenden Konvergenzpunkt noch nicht gefunden haben, wird es auch extrem schwer sein, eine gute Therapie zu entwickeln. Und deshalb glaube ich halt auch, wie Herbert gesagt hat, es ist extrem wichtig, eine gute Grundlagenforschung zu machen, das System überhaupt zu verstehen, bevor man jetzt einen Ansatz wählt oder glaubt, wählen zu können, wie man da jetzt therapeutisch intervenieren kann. Und es war ja fast schon das Thema meiner nächsten Frage. Wie genau verstehen wir denn jetzt oder ungenau noch immer diese Beziehung neuronale Steuerung, Stoffwechsel? Also ich glaube, wir verstehen es immer besser. Also wir verstehen, wie gesagt, wir verstehen die ersten Ebenen der Kommunikation. Wir verstehen die zellulären Mechanismen, die in diesen spezialisierten Neuronen ablaufen. Wir beginnen zu verstehen, in welche Nervenzellennetzwerke sie ihre Informationen entsenden. Und wir verstehen auch in gewissem Maße die Plastizität. Wir wissen zum Beispiel aus jüngeren Studien, auch aus unserem Labor und anderen Arbeitsgruppen, dass während kritischer Entwicklungsphasen diese Nervenzellen ihre Projektionen ausformen. Und wenn dann zum Beispiel während der Entwicklung der Nachkommen der Stoffwechsel der Mütter kompromittiert wird, dass dann diese Nervenzellen nicht mehr richtig ihre Antennen aussenden können. Die Kinder werden geboren mit einem geschwächten Regulationssystem, das sie lebenslang prädisponiert für die Entwicklung metabolischer Störungen. Zumindest im Mausmodell, da gibt es aber gute Daten, dass das bei Menschen sehr ähnlich ist. Und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig zu verstehen, wie kann sowas passieren, zu welchem Entwicklungszeitpunkt, um dann letztendlich auch klinische Empfehlungen davon abzuleiten, zu sagen, wir glauben, dass der wichtigste beim Menschen determinierende Zeitraum in dieser Regulation das letzte Trimenon, also das letzte Drittel der Schwangerschaft ist. Und dass man halt dann ein besonderes Augenmerk auf die Stoffwechselregulation der Mutter legt, eventuell durch sportliche Interventionsprogramme einfach helfen kann, die Entgleisung des Stoffwechsels zu verhindern, um diese langfristigen Folgen für die Kinder zumindest einzuschränken. Wird ja immer diskutiert, was ist eben Selbstkontrolle und was ist vorgegeben, sei es genetisch oder eben durch die Embryonalentwicklung. Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, immer dem Übergewicht liegt immer dieses oder heftet das Stigma der Betroffenen an, dass sie einfach nur willensschwach sind. Und ich glaube, das ist ein fundamentales Problem. Und ich glaube, dass die Wissenschaft hilft, wenn wir verstehen, wie funktioniert das Hormonsystem, das das Körpergewicht reguliert, und wenn wir verstehen, dass Leptin nicht nur quasi reflexartig Essen reguliert, sondern auch über höhere Hirnstrukturen sowas wie Belohnungswert von Essen reguliert. Das heißt, wenn Sie nichts zu essen haben, die Leptinspiegel sind niedrig, wird Essen extrem attraktiv für Sie. Wenn Sie jetzt übergewichtig sind und Ihr Leptin funktioniert nicht mehr richtig, dann können Sie sagen, okay, die Willenskraft ist eingeschränkt, aber die ist nicht eingeschränkt, weil einer, ich sag mal, schwach ist, sondern es gibt ein organisches Korrelat dafür. Es gibt ein Hormonsystem, das dieses Verhalten reguliert. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu kommunizieren, dass das jetzt nicht Willensschwäche ist, sondern das ist eine organische Erkrankung, für die wir beginnen, die molekularen und zellulären Korrelate zu verstehen und hoffentlich auch therapeutisch anzugehen. Vielen Dank, lieber Herbert. Wie bist du denn jetzt auf Herrn Brüning aufmerksam geworden? Wie habt ihr euch denn kennengelernt oder seine Wissenschaft? Das war ganz einfach. Wir waren beide bei einem Meeting in Hamburg 2006 im Mai. Ich habe nachgeschaut. Und wir haben uns, man schämt sich ja, das heute zu sagen, wir haben uns in der Raucherecke getroffen. Wir waren beide starke Raucher und haben uns über Wissenschaft unterhalten. Und ich hatte einen Vortrag über Energie, Homöostase oder Obesity in Drosophila, das ist die Fruchtfliege. Und da fing man an, darüber zu streiten, ob das ein gutes Modell ist oder kein gutes Modell ist. Ich habe dann die Maus bezweifelt und so hatten wir fast über 2-3 Tage hinweg Kontakt. Den Kontakt haben wir dann verloren eigentlich für einige Zeit und haben uns dann in Köln wieder getroffen, weil Jens damals das CECAT organisiert hat, was ein Vorläufer war für ein wichtiges Max-Planck-Institut damals. Und das hat er sozusagen single-handed gegenüber der Politik nicht nur verteidigt, sondern auch die Politik davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist.
Und wir haben von Seiten der Max-Planck-Gesellschaft geholfen. Und ja, seither sind wir eigentlich in ständigem Kontakt. Also nicht nur über Wissenschaft oder am wenigsten über Wissenschaft, wenn ich ganz ehrlich also bin. Also persönliche Kontakte. Hoffen wir, dass es bald wieder besser möglich wird als ja. derzeit. Deine Nominierung, Herbert, hast du unter anderem so begründet. Herr Brüning ist Mediziner, der in der Grundlagenforschung Bahnbrechendes geleistet hat. Dies hat er nicht nur seiner intellektuellen Brillanz, sondern auch seiner sozialen Intelligenz zu verdanken, mit der er seine Mitarbeiter zu Höchstleistung motiviert und dabei doch menschlich und bescheiden bleibt. Was macht Herrn Brüning denn dann zu solch einem Ausnahmeforscher? Also erstens mal, wenn ich gewusst hätte, dass du das heute vorliest und der Jens das mitbekommt, dann hätte ich das anders geschrieben. weil, wie ich ihn kenne, wird er jetzt ein bisschen rot, zumindest innerlich. Aber was ich damit gemeint habe, ist, es gibt mehrere Komponenten, die einen erfolgreichen Wissenschaftler oder Wissenschaftstätigen, er ist ja nicht nur Wissenschaftler, sondern eben auch in der Klinik, ich nehme an, mit vollem Herzen dabei, sonst macht man das nicht. Und da ist eine Komponente natürlich zu sehen, wenn Dinge anders sind. Dinge anders sind, meine ich, jeder hat eine klare Vorstellung, es gibt ein Credo innerhalb jedes Gebietes. Und da zu sehen, dass es nach links eben ein bisschen anders aussieht und dem dann nachzugehen, setzt voraus, dass man in der Lage ist, das zu erkennen. Einfaches Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fleming der Erste war, der seine Bakterienplatten mit Pilzen verschlammt hatte, sondern er war halt der Erste, der das gesehen hat und der daraus die Konsequenz gezogen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, heute insbesondere können Sie Wissenschaft nicht mehr am Mikroskop machen, single-handed mit dem Pipettieren, sondern Sie brauchen ein Team. Und wenn Sie ein Team brauchen, dann müssen Sie A, die Leute davon überzeugen, dass der Weg der richtige ist und B, menschlich richtig handeln, nämlich den Leuten den Respekt zollen, den sie aufgrund ihres Beitrags auch wirklich verdienen. Und für mich ist da eigentlich Jens vorbildhaft. Beeindruckend. Rot sind Sie nicht geworden, aber trotzdem. Also, was ist das Rezept für Ihren Erfolg, den Herbert Jeckle so doch angedeutet hat? Welche Faktoren waren denn entscheidend für Ihre Karriere, wissenschaftlich und als Mediziner? Ich glaube, es gibt viele Faktoren. Also, das erste ist, glaube ich, die wichtigsten. Die erste ist, glaube ich, Begeisterung. Also, dass man einfach das, was man macht, gerne macht. Sei es in der Klinik, sei es in der Grundlagenforschung. Und insofern glaube ich auch nicht, dass man, was ich glaube, ich gelernt habe, ist, dass man eine Karriere oder eine Entwicklung nicht am Blackboard planen kann. Ich glaube, dass man in der Lage sein muss, zu reagieren auf die Möglichkeiten, die sich einem bieten, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und solange man auf sein Bauchgefühl hört und dem traut, glaube ich, ist man extrem gut beraten. Also das ist zumindest der Rückblick auf meine sag mal, Zickzack-Entwicklung in der Wissenschaft. Dann braucht es die Unterstützung. Diese Entscheidungen, die mitunter für Außenstehende auch abstrus scheinen mögen, mitzutragen. Also da gilt mein besonderer Dank meiner Frau, die mich auch teilweise gepusht hat, nicht einfach auf meinen eigenen Bauch zu hören und unkonventionelle Entscheidungen zu treffen. Das war eine extrem wichtige Unterstützung, weil man sich manchmal auch nicht traut in konventionellen Systemen. Sag mal, auszuscheren. Und dann, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dann auch noch die richtigen Mentoren zu haben, die einem dabei unterstützen. Da habe ich ein extremes Glück gehabt in Ron Kahn. Das war mein Postdoc-Mentor am Justin Diabetes Center. Ein extrem offenherzigen, freundlichen, ja, open-minded im Sinne von wissenschaftlicher Diskussion, aber auch persönlich extrem positiven Menschen zu erfahren. Und ich hoffe, das in meine Gruppe weitertragen zu können, weil ich, also das hat mich wirklich geprägt. Also die Kultur
zu kommunizieren, jeden ernst zu nehmen, jede Idee ernst zu nehmen und dann auch gepaart mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ich weiß noch, als ich reinkam in Boston in sein Office, hing da ein Plakat und das, also eine Plakette, und da stand drauf: If it would be easy, somebody else would have done it before. Und ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Sache, dass man halt erkennt, dass Wissenschaft auch in gewissem Maße Ausdauer braucht und die extra Meile dann noch zu gehen, um zu versuchen, die Lösung zu finden. Also ich glaube, da haben Sie eine ganz wichtige Aufgabe vor sich, wenn ich das persönlich sagen darf. Clinical Scientists haben wir gehört, wir denken meistens an Postdoc oder PhD, MD, aber Sie als Direktor haben natürlich jetzt schon auch die nächste Generation, die Sie so prägen könnten dann, oder? Ja, wir versuchen das. Ich denke, also es ist eben, also wenn Sie jetzt auf Clinician Scientist Weg anspielen oder ansprechen, glaube ich, ist das nach wie vor eine schwierige Situation. Ich glaube, Herr Marx hat das beschrieben, man versucht in Deutschland immer mehr Strukturen zu schaffen, die das unterstützen. Aber ich denke, letztendlich ist das kein einfacher Weg, weil im Grunde versucht man, zwei Berufsbeschreibungen gerecht zu werden. Und das ist einfach inhärent schwer, ein guter Kliniker zu werden. Dafür muss man Patienten sehen, dafür muss man richtig viele Patienten sehen, um auch einen Erfahrungsschatz zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nicht nur abends ein bisschen rumpipettieren möchte, dann braucht man eigentlich auch eine bessere, solide Ausbildung in der Wissenschaft. Und die haben wir Mediziner jetzt nicht mit auf den Weg bekommen, muss man auch ganz klar sagen. Und ja, insofern ist das, glaube ich, ein inhärenter Konflikt. Das war in meiner Zeit, also ich sage das mal historisch, bin ich wiedergekommen aus meinem Postdoc in Boston 1997. Da gab es überhaupt kein Reintegrationsprogramm, um das mal so zu sagen. Also ich musste dann Fulltime-Klinik machen und habe versucht, mit einer TA und einem Doktoranden irgendwie Wissenschaft am Laufen zu halten. Und wenn sich da nicht die Möglichkeit geboten hätte, quasi mal für eine Zeit auszuscheren, richtig in die Grundlagenforschung, wäre das auch nicht lange weiter gut gegangen, muss man ganz klar sagen. Also wir waren wirklich auf dem Downhill-Slide. Und das hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, das ewig so weiterzumachen. Also ich glaube, es ist wirklich ein schwieriger Konflikt. Wir versuchen jetzt auch in der Klinik Mitarbeiter zu motivieren, zu unterstützen, diesen Weg zu gehen, Freistellung, all die Modelle, die wir besprochen haben. Aber man muss auch, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, sagen, dass man immer weniger junge Medizinerinnen und Mediziner kennenlernt, die bereit sind, das machen zu wollen. Und auch aus gutem Grund. Ich meine, da gibt es ja auch Gründe für, die man jetzt auf keinen Fall verurteilen kann. Also insofern, glaube ich, stehen wir an einem schwierigen Weg. Und der Charme ist, glaube ich, was wir in Köln anbieten können oder zu versuchen anzubieten, ist, dass wir auf der einen Seite die Klinik haben und das Max-Planck-Institut, sodass wir wirklich interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch wirklich ganz klar anbieten können: Ihr macht eine zeitklinische Ausbildung, ihr könnt Top Basic Science in einem Max-Planck-Institut machen und geht dann hin und her. Ja. Und für einige wenige, die diesen, ich sag mal, Biss und dieses Interesse mitbringen, ist das, glaube ich, ein interessantes Modell. Aber es ist ein schwieriger Weg, der viel länger dauert als eine normale Ausbildung. Und also ich habe wirklich meine Hochachtung für all die, die sich auf diesen Weg machen. Aber ich glaube, Sie haben ja eine einmalige Chance oder eine der ganz seltenen Chancen, in Deutschland zumindest, Max Planck hier. Ich hoffe, das sind nicht nur getrennte Populationen, sondern dass das fließend geht. Aber Sie haben es ja schon gesagt, dass es so ist. Hatten Sie je ein Aha-Erlebnis, wo Sie sagten, jetzt habe ich was ganz Besonderes gefunden? Ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich meine, wir haben schon ein paar Sachen gefunden, die wir ganz interessant fanden. Aber das waren ja auch meistens längere Prozesse. Das war jetzt nicht so, dass man irgendwie in ein Glas geguckt hat und auf einmal hat sich die Welt erschlossen. Also es gab schon ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist jetzt echt cool. Also zum Beispiel, als wir diese Nervenzellen gefunden haben, 3000 Nervenzellen im Gehirn, wenn wir die in der Maus ausgeschaltet haben, dass sie komplett aufgehört hat zu essen, uns vorgezogen hat, im Zweifelsfall zu sterben, anstatt ein Stück Futter zu schlucken. Da war uns schon klar, dass das eigentlich ein ziemlich spannendes Feld sein könnte. Ich habe jetzt noch einige Fragen, aber ich glaube, Sie haben uns schon sehr ausführlich doch dieses Spannungsfeld zwischen Klinik, Grundlagenforschung, das für einige ja gar nicht ist, sondern Stimulus sogar, aber für viele doch eben ein Spannungsfeld ist. Was hat Ihnen denn geholfen, dass Sie wirklich in beiden Bereichen durchgezogen haben, das sage ich mal lieber? Das ist einfach nicht durchgestanden, durchgezogen. Das genuines Interesse an beiden. Ich
behandle irrsinnig gerne Patienten. Ich finde auch die menschliche Kommunikation mit Patienten ist ein extrem wichtiger und bereichernder Teil. Aber genauso liebe ich fundamentale Wissenschaft. Und ich hatte wirklich das Glück, das muss ich sagen, das war ja ein relativ unkonventioneller Lebensweg, den ich da genommen habe beruflich, dass ich auch gewisse Zeiten hatte, wo ich das eine oder andere liegen lassen konnte. Das heißt, ich bin irgendwann, als ich Oberarzt war, komplett aus der Klinik ausgestiegen, habe eine Professur in der Genetik angenommen, war ein Nachfolger von Klaus Rajewski in Köln. Ja, ja. Und habe mich dann 100% fokussiert und habe auch mit Mitte 30 noch irrsinnig viel gelernt. Ich dachte, ich konnte jetzt Wissenschaft und habe dann von tollen Kollegen am Institut für Genetik in Köln nochmal ganz andere Sachen gelernt, über Drosophila Trachealentwicklung, über mitochondrale Biochemie. Und das hat mich dann wieder, ja, im Grunde wieder weitergebracht. Und irgendwann gab es wieder die Möglichkeit, auch wieder in die Klinik zurückzugehen. Ich bin einfach dankbar für jede Zeit, in der ich das eine oder andere intensiver machen konnte und halt jetzt den Luxus habe, beides kombinieren zu können. Toll. Herbert, auch an dich nochmal. Wie können wir junge Medizinerinnen und Mediziner dabei unterstützen, die Arbeit in der Klinik mit der wissenschaftlichen Grundlagenforschung zu verknüpfen? Ein schwieriger Spagat, das haben wir gehört und wissen wir alle. Ist schwierig und im Grunde hat eigentlich Jens alles falsch gemacht. Er war in Köln im Kindergarten, wenn ich das richtig sehe, in der Schule. Er hat dort sein Abitur gemacht, hat dort studiert und ging dann mal ein paar Jahre immerhin nach Harvard. Und dann kam er wieder zurück nach Köln und ging dort über die Genetik in die Medizin zu Max Planck. Das ist ein Weg, der eigentlich anzeigt, wie dieses System, eigentlich wie anfällig das System ist. Man braucht Glück in Deutschland, wenn man Mediziner ist und Klinik machen möchte, aber gleichzeitig auch Forschung. Und Sie haben gesagt, mein Role Model ist mein Boss, Entschuldigung, mein Vorgesetzter. Und da ist es einfach so, dass wir in Deutschland, glaube ich, das Ganze noch nicht wirklich systematisch anerkannt haben, wie wichtig das ist. Ja. Nämlich, dass wir wirklich ein heutzutage molekulares Verständnis, vor 20 Jahren vielleicht noch nicht, aber heutzutage ein molekulares Verständnis haben, um diese Molekularbiologie zu verknüpfen mit Fragen, die ein Grundlagenforscher gar nicht haben kann. Die kann nur jemand haben, der am Krankenbett steht und auch die Probleme dort sieht. Und aus dem Molekül heraus vielleicht in die Chemie sogar zu gehen, das heißt ein multidisziplinärer Ansatz, der verfolgt werden kann. Und dazu reicht es meines Erachtens nicht aus, dass man mal ein Jahr frei bekommt, um Wissenschaft ein bisschen reinzuschnuppern. Ich übertreibe jetzt bewusst, sondern wir müssen uns überlegen, die Medizin muss sich überlegen, wie man das Ganze organisiert in einer vernünftigen Art und Weise. Und wenn ich jetzt despektierlich bin, was ich häufig bin, dann muss ich sagen, ein Krankenhaus ist für einen Grundlagenforscher, der medizinische Forschung macht, nichts anderes in Anführungszeichen als das Tierhaus für den Mausforscher und nichts anderes als dieser kleine Raum, wo sie also 1000 Drosophila, verschiedene Drosophila-Stämme haben. Ist natürlich falsch, das Bild, aber irgendwo ist es auch richtig. Sie müssen beide Seiten verstehen. So wie ich meine Fliegen im Detail verstehe, weiß, wenn die schlecht drauf sind, die wissen wahrscheinlich auch inzwischen, wenn ich schlecht drauf bin, man stellt dann wirklich fest in der Klinik, wo sind die Probleme. Und die zu übertragen, heißt massive Erfahrung auf beiden Seiten. Und ich weiß nicht, ob das MD-PhD-Modell das Richtige ist. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber ich glaube, dass unsere in Anführungszeichen alten Mediziner, alt meine ich jetzt die Generation in meinem Alter, nicht unbedingt so bereit ist, von ihren Pfründen,
von abzugeben. Und das scheint mir ein Problem zu sein, dass es in anderen Disziplinen so nicht gibt. Und ich finde das enorm schade und ich hoffe, dass irgendwann in der nächsten Generation die klügere Generation steckt, die vielleicht weniger nach dem Euro schielt als die jetzige. Danke. Spannendes Gespräch, wichtige Fragen. Wir kommen aber jetzt zum bedeutendsten Teil dieser Veranstaltung heute. Lieber Herr Brüning, der Ernst-Schering-Preis 2020 wird verliehen an Professor Dr. Jens Klaus Brüning. Die Schering-Stiftung würdigt damit seine Forschungsarbeiten zur Identifizierung neuer Pathomechanismen bei der Entwicklung einer Insulinresistenz bei Diabetes mellitus Typ 2 und Übergewicht. Der Preis ist mit 50.000 dotiert. Es liegt kein Scheck bei, aber Sie können uns glauben, das kommt auch noch. Und wir Berlin, 30. September 2020. Auch bei Ihnen muss ich leider Abstand halten, aus den bekannten Gründen. Herzlichen Dank. Gratulation. Vielen Dank an die Auswahlkommission. Vielen Dank, Herbert, für die Nominierung. Erstmalig, so weit darf ich vielleicht noch, dann geht es vielleicht sogar zusammen drauf. Gut, super, danke. Das wird in die Geschichte ja vieler Dinge eingehen, diese Zeit, dieses Ganze. Also, wir kommen zum Ende, meine Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie über YouTube an unserer Veranstaltung teilnehmen, sehr, sehr gerne hätten wir Sie bei unserer Preisverleihung persönlich begrüßt. Doch zu meinem, ja zu unser aller Bedauern, haben die pandemiebedingten Einschränkungen eine feierliche Würdigung im großen Rahmen diesmal nicht zugelassen. Umso größer die Hoffnung, im kommenden Jahr bei der 30. Verleihung des Ernst-Schering-Preises wieder bei uns alle begrüßen zu können. Und das wird dann ein ganz besonderes Fest, das verspreche ich Ihnen. Bevor wir zum Ende kommen, natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle, die hier persönlich dabei sind. Und last not least ein besonderer Dank an die Personen, die die Schering-Stiftung so erfolgreich voranbringen und auch für den Erfolg dieser Veranstaltung verantwortlich zeichnen. Insbesondere Frau Christine Landbrecht als Programmdirektorin für Kunst, die für uns das genauso wichtige Standbein Kunst und Kultur hervorragend betreut, wie auch unsere Programmdirektorin für Wissenschaft und Stiftungsvorständin, hat sie ja mal gesagt, möchte sie nicht hören. Da sage ich Stiftungsvorstand, Frau Katja Neye, in deren kompetenten Händen die Wissenschaft als zweites gleichwertiges Standbein wie auch die Gesamtorganisation der Schering-Stiftung bestens aufgehoben sind. Schließlich noch einmal herzlichen Dank für die musikalische Begleitung, diese wunderbare, stimmungsvolle Begleitung, Roy Rodriguez, herzlichen Dank. Und Geschenke kommen danach. Alles ist ein bisschen anders als sonst. Und dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich wieder in einer richtig großen Runde. Herzlichen Dank. Wenn Sie möchten.